Okay, startet. Habe zwar aufgenommen, was schon aufgenommen, 13 Minuten, aber ich habe mich selber zum Stolpern gebracht, wegen Vermischen. Das ist halt Alchemie 2, ja. Alchemie 2. Doch. Ja, Vermischen, was soll ich sagen? Seid in der Norm. Seid wirklich in der Norm. Ich sage zwar, Vermischen ist schlecht, aber es ist wiederum nicht schlecht, okay, Freunde. Ich habe es gesagt, alles reinhalten, weil ihr das zuerst verstehen müsst. Und dann müsst ihr das verstehen, wie man vermischt, mixt, transformiert, manipuliert, alles. Ja. Jetzt müsst ihr die eine Sache kennen, wie man aus was Reines unrein macht, im Sinne von es vermischt oder ja, kombiniert mit anderen Sachen. Ja. So, aber man muss immer das, man braucht immer ein reines Element. Ja. Eine Sache muss rein sein. Wenn zwei Sachen unrein sind, sagen wir mal so, einfach so einfach, nichts ist unrein, das sind nur Worte, das sind Begrifflichkeiten, nur um zu verstehen. Zwei Unreinheiten ergeben keine schöne Sache, sage ich mal erstmal so. So vereinfacht, wie ich es jetzt gerade sagen kann. Das mal zu klarzustellen. Ich sage ja, ihr sollt nicht vermischen. Ihr könnt vermischen, aber ihr müsst es in Reinheit machen. Ja. Also nochmal zurückzukommen. Mit die Norm ist die Reinheit. Ich muss ganz einfach sagen, ich muss mich ein bisschen ausbremsen, Freunde. Die Norm ist die Reinheit. Wenn ihr rein geworden seid, wenn ihr wirklich rein seid, alles seid, alles sein könnt, sage ich mal so. Alles seid, alles sein könnt, ja. Und es alles wieder zu einem bringen. Also ihr könnt es, könnt alles ausdrücken, ausdrücken. Ihr könnt alles, also die Reinheit kann alles ausdrücken, alles formen. Und die Reinheit kann auch alles wieder aufnehmen und wieder eindrücken, ja, also wieder transformieren, in die Norm bringen. Steht hier. Das kann die Reinheit. Nur die Reinheit. Die Norm eben. Und ich muss ein bisschen ordnen, hey Freunde. Die Datenordner ordnen, ehrlich. Okay. Ich muss langsamer machen. So. Alles klar. Wenn ihr reingeboren seid, und enorm seid, könnt ihr alles ausdrücken, alles formen, was ihr wollt. Das ist wie dieser Gedanke, was ich euch gesagt habe. Dieser Gedanke. Ja? Ach, shit. Ja, ausgebracht, Freunde. Ah, das ist halt, der Körper ist nicht gewohnt mit sowas. So. Ja. Um die Reinheit. Wenn, ich muss, das ist so abstrakt, Freunde. Muss ich anfangen? Muss ich anfangen? Ja, am besten ist es wirklich, dass jeder von euch mal was fragt, ehrlich. Also mich wirklich persönlich fragt. Ja. Also, so. Ich muss was korrigieren, Freunde. Geht hier um Alchemie. Engel und Dämonen sind ja für sich schon rein. Reiner Engel, reiner Dämon. Ja. Ich habe gesagt, das ist Vermischung. Ist es ja auch. Und ich habe gesagt, Vermischung ist schlecht, ist nicht gut. Aber es ist ja wieder Zweitrangigkeit, Bewertung, versteht ihr? Auswertung. Ich bin da auch nicht frei davon. Und im Grunde genommen wurden sie kombiniert. Freunde, kombiniert. Ja. Das ist der alchemistische Prozess. Zwei Reinheiten werden kombiniert. Zu einer Mixtur. Ja.
Eine Vermischung im Grunde, ja, eine Mixtur. Das ist eine Mixtur. Das ist der Mensch. Und diese Mixtur, oder jetzt habe ich mal, sorry, Mann, scheiß Schleim. Ja, es kommt davon, wenn man Milchprodukte isst, ja. Eine Mixtur muss erst wieder rein werden. Der Mensch ist die Mixtur und die muss wieder rein werden, weil die ja unrein ist, weil zwei Reinheiten, die für sich selber rein sind, vermischt wurden. Ja? Und dadurch entstand dann die Mixtur. Und diese Mixtur ist jetzt im Sinne unrein, ja, sind nur Begrifflichkeiten, aber zu verstehen, weil es ist ja nicht mehr Engel oder Dämon, es ist jetzt beides. Ja? Eine Mixtur. Und diese Mixtur muss wieder rein gemacht werden. Es muss sich rein formen. Ja? Genau, die Reinformung. Wenn dies geschafft ist, kann der Mensch, vor allem der Mensch, ja, wenn er die Reinheit wieder gefunden hat, die Reinheit geworden ist, kann der Mensch die Reinheit, was der Gedanke auch ist, ja, der ist ja neutral, alles zum Ausdruck bringen, was er will, alles formen, transformieren, ja, dematerialisieren, materialisieren. Das ist der alchemistische Prozess. Die Alchemie ist ein reines Element mit ein anderes reines Element vermischen, verbinden, kombinieren, ergänzen. Ja? Ergänzen. Mit Vermischen meine ich im Grunde genommen, dass das, jetzt weiß ich, was ich mit Vermischen meine. Mit Vermischen meine ich, ich habe schon richtig ausgedrückt, ich habe das bei Dämonen und Engeln falsch angewendet. Ja. Freunde, ich muss noch viel lernen, Freunde. Freunde, ich sage immer, Freunde, ich muss wirklich viel lernen. Also, Dämonen und Engel ist keine Vermischung. Sind zwei Reinheiten, zwei reine Elemente, sagen wir mal so, ja, Alchemie. Aber wenn die Mixtur nicht rein ist, also sie muss sich erst wieder rein machen, versteht ihr? Er muss wieder in die Norm kommen, er muss in die Norm werden. Das ist der alchemistische Prozess, wieder die Reinheit zu werden. Ja? Wenn der Mensch die Reinheit geworden ist und wenn er noch unrein ist, nicht die Reinheit ist und noch mit einem anderes reines Element vermischt, das ist der Vermischung. Das ist dann Chaos, Freunde. Das ist von dem meine ich. Was vermischt ist, ja, was Unreines mit dem reinen Element vermischen. Und das meine ich, das ist schlecht. Das ist schlecht. Deswegen habe ich das euch so in den anderen Beiträgen gesagt, nichts vermischen. Ergänzen ist kombinieren. Ergänzen, erweitern, Weiterentwicklung. Das ist die Weiterentwicklung. Ich muss ruhig bleiben, ich merke das. Ich werde schon wieder hier. Ich muss sehr viel Energie aufwenden, Freunde. Sehr viel. Okay, nochmal. Alles klar. Nochmal vereinfachen. Ich muss für mich selber wiederholen, dann habe ich die. Ein Beispiel. Engel und Dämon sind für sich rein. Sind Dämon und Engel. Da ist nichts. Die sind für sich selber rein. Eigenständig, ja. Die haben alles in sich. Die sind ja die Norm. Die sind ja die Norm. Die sind rein. Ja, die haben ja eine Verbindung zur Mitte. Rein. Zwei reine Elemente kombinieren sich. Ja. Kann man auch vermischen sagen, aber vermischen meine ich das andere, ja. Kombinieren sich, ergänzen sich. Transformieren sich miteinander zusammen. Verbinden sich. Ja. Weiterentwicklung, dann entsteht die Mixtur. Die Mixtur ist jetzt unrein, weil zwei Reinheiten gemixt wurden. Ja, das heißt auch vermischt. Ja, ich weiß, das Vermischen ist ein bisschen. Wenn ihr es versteht, dann wisst ihr, was ich meine. Ja. Das sind Begriffe in dem Sinne. Anders verpackt, aber das Prinzip ist gleich. So, ihr müsst nur verstehen,
Das Unreine sollte nicht mit dem Reinen vermischt werden. Ja. Warum? Weil, warum? Weil es das Vermischte nicht in der Norm ist. Es ist halt aus der Norm. Ja. Aus der Norm ist überall, aber nirgendwo. Ist irgendwo und nirgendwo. Die Reinheit schon. Nur zu vereinfachen. Alles ist möglich, nichts ist unmöglich, aber zu vereinfachen. Bei der Alchemie müssen immer zwei reine Elemente sein, kombiniert werden, ergänzt werden, verbunden werden. Ja, da kommt die Mixtur. Und diese Mixtur muss wieder gereinigt werden, muss wieder rein werden, damit es mit einer anderen Reinheit verbunden, ergänzt, kombiniert werden kann. Und wenn du das Unreine mit dem Reinen vermischst oder ein Unreines mit ein Unreines, ja, da wird es ja noch unreiner, versteht ihr? Ist ja noch mehr aus der Norm geraten. Und wenn was aus der Norm geraten ist und du mit dem Reinen kombinierst, es gleicht sich dann. Das ist schwierig, Freunde, echt schwierig. Wenn das Reine mit dem Unreines kombiniert. Ja, das Reine wird ja auch aus der Norm gerissen. Verstehst du? Wird dann aus der Norm gerissen. Ja. Für das Verständnis ist es jetzt mal so, ja. Es geht auch anders. Es kann sein, dass der Reine, also das Verunreinigte, dann rein wird. Es geht auch. Sowieso. Es geht auch, Freunde. Weil solange eins rein ist, kann das andere auch rein gemacht werden. Sowieso. Aber ideal sind halt, wenn beide rein sind, dann gibt's halt, ist, man kann sagen, das ist so 50-50 Chance, ja. Nennt man das immer so, 50-50 Chance. Wenn ein Unreines mit einem Reines sich vermischt, ist es 50-50 Chance, dass das, entweder rein wird, ein bisschen mehr reiner, also das Verunreinigte oder umgekehrt. Das hängt dann darauf, wer den Kampf gewinnt, sagen wir mal so, wer in den Normen bleibt, irgendwie, ja, oh, das ist so hoch. Ja, ich denke, ich beende das mal erstmal, weil ich bin hier. Pff, das ist hart. Alchemie ist nicht so leicht, Freunde. Alchemie, ich gehe darauf später ein. Ich geh erstmal auf Erkennen, Verstehen, Handeln. Ja. Ich muss nur ein paar Sachen aufklären. Ja, ich werde ja keine Panik ausbrechen. Das ist keine Panik.